Hallo Leute, heute hier eine Casio FX810 DECW und wir möchten uns heute mal ansehen, das Wurzelrechnen damit. Also wie kann ich die Wurzel von zum Beispiel 2 berechnen? Also wenn ich die normale Quadratwurzel benötige, dann bin ich hier im richtigen Symbol. Also das ist die Quadratwurzel jetzt hier von 2, das ist die berühmte Wurzel 2, Formatänderung, Dezimal, ist die 1,414213. Ja, wenn ich jetzt aber die dritte Wurzel benötige, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und zwar dann brauche ich dieses On-Top-Menü, also ich muss Shift drücken, dann das Wurzelzeichen und jetzt kann ich mir selbst meine Wurzel zusammen konfigurieren, was ich brauche. Zum Beispiel die fünfte Wurzel von 5 und die ist 1,37. Dann. Also so funktioniert das Ganze mit dem Wurzeln. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, dürft ihr noch abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.